Ja, ich glaube, die Säge bekommt über den Vergaser keinen Sprit. Das ist nur der Sprit, den ich jetzt da einpumpe. Einmal mache ich das noch und dann. So, ich habe nach einer gewissen Pause mal wieder die Säge hier rausgeholt. Ich weiß nicht ganz genau, es wird ja über ein Jahr gewesen sein, was die Säge jetzt im Keller gelegen hat, wo ich nicht mehr dran kam. Bla bla bla. So, und jetzt habe ich nach einer gewissen Zeit die Säge wieder aus dem Keller geholt und werde mal hier weitermachen. Und ich hatte mir damals bestellt, weil die Säge keinen Sprit gefördert hat, einen Membransatz und ja, und den werde ich jetzt mal einbauen. Ja, bitte! Und jetzt wollte ich gerade die Membran auswechseln und dann habe ich gesehen, dass der Schlauch, den ich hier reingemacht habe, das sollte der Impulsschlauch sein, dass der hier an zwei Stellen geknickt ist. Also der ist entweder der falsche Schlauch oder halt falsch verlegt. Da habe ich Angst, dass der da den Impuls nicht ordentlich weitergibt, wenn er so geknickt ist. Da mache ich einen anderen Schlauch. Der Benzinschlauch sieht gut aus. Der ist in Ordnung. Jetzt muss ich hier halbwegs gut abgehoben kriegen. Jetzt mal ganz im Ernst. Die klackt noch nicht. Die müsste eigentlich noch mehr oder weniger in Ordnung sein. Stimmt nicht mehr die beste und frischste, aber dann kann man gerade mal gucken. Das Ventil macht da auf. Vielleicht sollte ich das mal rausholen und mal reinigen hier, das Ventil. Schraub jetzt mal unten nochmal auf. Hier diese Membranflappen da, diese Lappenfahnen. Weiß ich nicht, ob die noch hundertprozentig sind, aber tja, also könnte eventuell sein, dass der hier nicht genügend pumpt. So, ich werde jetzt mal hier das aufmachen und säubern. Einfach den Vergaser mal, soweit ich kann, auseinanderbauen. Feder, ja. Und hier das Ventil. Das sieht aber gut aus. Drin sieht auch alles sauber aus. Ja, krasses Gefummel hier. Gucken wir mal hier rein, was auch immer sich hier verbirgt. Das ist auch nochmal eine Dichtung. Die war auch in dem Vergaser-Set mit drin. Ach, guck mal. Hier kannst du sogar die... Ah, das sind die Gänge. Das ist einmal von der H-Schraube und einmal hier von der L-Schraube. Ja, und dann kann man das schön durchpusten. Dann kann man dann alle wieder sauber machen. Das machen wir jetzt mal. Das ist wahrscheinlich noch für zwei andere Vergasertypen, schätze ich mal. Die dann ein bisschen oder die ähnlich aufgebaut sind. Und das packen die alles mit in ein Päckchen. Dann kann man sich die Membran ist wahrscheinlich für alle gleich. Dann kann man sich die Unterlagen nehmen, wie man sie braucht. Also, ich nehme jetzt hier doch komplett die neuen Dichtungen. Ich habe die hier schon oben jetzt mal die neue reingesetzt. Ich denke mir, komm, der Satz hat 10 Euro gekostet. Die alten sind ja noch okay, ich kann die ja noch neben hinlegen. Aber ich denke mal, wenn ich das jetzt alles hier schon habe,
dann will ich auch gerne ausschließen, dass ich die kaputte Sachen wieder einbaue. So, erst die Dichtung, weil das hier der obere Teil ist, und dann oben die Membran drauf. So. Und dann der Deckel. Das heißt, wenn das unten ist, dann kommt hier die Dichtung hin und oben wieder die Membran drauf. So, den auch einmal zu. Ja, und dann machen wir hier die Schrauben wieder rein. Dann müsste das hier die High-Schraube sein. Ja, auch hier, die Gewinde sind unterschiedlich. Man kann die also nicht falsch reinschrauben. So, dann hat man gesagt, erstmal zu. So, und dann halbe, eine, ein Viertel. Und die Haarschraube machen wir mal raus. Halbe, eine, eineinhalb und ein Dreiviertel. Dann sollte der auch wieder so eingestellt sein, wie er vorher mal war. Achso, genau, und den Schlauch machen wir natürlich einen frischen drauf. So, und hier hatte ich wohl den Benzinfilter geklaut. Für irgendwas, keine Ahnung. Da mache ich jetzt mal einen neuen drauf. Ich habe jetzt hier mal eine neue Schläuche dran gemacht, beziehungsweise den einen Schlauch, hier unten den, habe ich neu gemacht. Den Kraftstoffschlauch angeschlossen wieder, Vergaser, alles neu, die Dichtungen gemacht und die Membrane. Sprit reingetankt. Der sitzt da halbwegs so in Position drauf, wie er normal sitzt. Und jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich hier dran ziehe. Aha. Auf jeden Fall saugt er hier Sprit an. So, ich habe gerade die Säge zusammengebaut und habe mal den Choke rausgenommen und habe mal Halbgasstellung gegeben und habe mal ein paar Mal gezogen. Da kam aber nichts. Und dann habe ich den Choke mal reingemacht, habe die Halbgasstellung gelassen und habe dann noch mal ein paar Mal gezogen. Und dann kam was. Da ist er mal kurz angesprungen. Jetzt bin ich aber hier in der Werkstatt, bin drin und deswegen werde ich die mir ganz gemütlich morgen früh, wenn es draußen gutes oder schlechtes Wetter ist, werde ich die draußen mal ausprobieren. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich die Säge morgen ans Laufen kriege. Ja, dann gucken wir mal, ob es anspringt. Machen wir nochmal den Schock hoch. So, hier auf Halbgas. Mal Standgas ein bisschen höher stellen. Aber das sieht schon eigentlich ganz gut aus. Gucken wir noch mal. Schön Kompression. Jetzt über einen Schock ausmachen. Hier dieser Ausschalter klappt nicht. Und ich glaube, die Kettenschmierung klappt nicht.
da kommt kein Tropfen an im Moment. Aber ansonsten ist schon cool. Ja, der Grund dafür, dass die Säge nicht gelaufen ist am Anfang, beim ersten Mal zusammenbauen, liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Impulsschlauch unten unterm Vergaser noch geknickt war und dass er vielleicht keinen Impuls gekriegt hat. Könnte aber auch sein, dass das an den Membranen lag, weil die nicht mehr so 100 pro waren. Also wie gesagt, den Defekt hier, den Stoppschalter, der funktioniert nicht. Läuft zwar, aber geht nicht aus. Da muss ich mal gucken, was damit ist. Irgendein Kontakt, der nicht auf Masse geht dann. Kann nicht viel sein. Und ja, und die Kettenschmierung, die müssen wir uns auch mal angucken. Das Schöne da an der Säge ist, dass die Pumpe hier auf der Außenseite hat. Also auf dem Deckel. Das heißt, ja, man kann da schön dran rumspielen, ohne die Säge komplett auseinanderbauen zu müssen. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Einmal war hier drin die Feder. Die treibt die Pumpe an. Und da war hier dieser Teil von der Feder, der war ein bisschen ja, abgebrochen und verbogen eventuell. Oder nur verbogen, weiß ich nicht. Den werde ich wohl gerade biegen. Ich tippe, dass die Säge da dran entlang rutscht. Diese Feder hier, die greift dann hier im Ritzel in so ein Loch rein. Aber dazu muss da natürlich auch was sein, was reingreifen kann, richtig. Und dann habe ich hier mal den Schlauch abgemacht, weil ich mal prüfen will, ob hier alles freigängig ist und ob hier überhaupt was pumpen kann und will. So, ich habe jetzt die Feder hier mir zurechtgebogen. Ja, vielleicht kann man es sehen. War nicht einfach, die ist ziemlich stabil, wie alles hier. Ja, und jetzt werde ich das mal so drauf machen, dass die Feder da in das Loch reinkommt und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. So, ich habe das jetzt ein paar Mal draufgesetzt und vor und zurück gemacht. Und ja, das kam immer an anderer Stelle raus. Und da, wo es auch das Loch ist, also das scheint zu funktionieren hier. Ja, und jetzt habe ich natürlich noch die zweite Baustelle da hinten, den Schalter. So ist Stati, so ist Stoppi. Dürfte kein großer Fehler sein, weil das geht normalerweise nur um ein Kabel, das von der Zündspule dann hier auf Masse gelegt wird über diesen Schalter. Und ja, das sollte man eigentlich finden. Ja, ich werde jetzt mal hier den Griff abschrauben und vielleicht noch diesen Deckel hier. Und dann müsste ich eigentlich schon halbwegs soweit sein, dass ich da das entsprechende Kabel drankomme und den Fehler sehe bestimmt. So, ich habe ewig gesucht und da ist sie. Das hier ist eine M5x45. Ja, hinten ist noch 16 mm Gewinde übrig und vorne der Rest hier, der ist flach geschliffen, dünn geschliffen auf 3,5 mm Durchmesser. Ja, und die Schraube, die kommt jetzt hier rein und hält den Gehäusedeckel sozusagen und hält vorne mit der flach geschliffenen Spitze, hält das hier noch den Schalter. Im Schalter ist ein Loch drin und wenn ich den Schalter dann auf off mache, dann klemmt sich der Draht hier ein und gibt Masse. Also der Schalter geht dann hier drauf auf das Blanke und gibt über das Gewinde dann Masse ans Gehäuse. So soll das hoffentlich funktionieren. So, das scheint auch wirklich zu gehen, weil als ich die Schraube jetzt hier reingetan habe, habe ich gesehen, dass hier das Gehäuse sich einmal ein bisschen bewegt hat. Das heißt, die Schraube ist da schon reingegangen. So, jetzt ist das fest. Ja, und damit wäre die Säge eigentlich fertig, würde ich ihr zutrauen. Kettenschmierung scheint immer noch nicht richtig zu funktionieren.
Da muss ich noch mal gucken. Aber der Ausschalter klappt dank der Schraube, die jetzt hier drin ist. Ja, das gefällt mir. Also ja, gucken wir uns die Pumpe nochmal an, weil die Pumpe ja nicht gefördert hat. Dann machen wir hier nochmal auf und dann gucken wir mal rein, was die Säge möchte. So, ich habe mir nochmal die Kettenschmierung hier vorgenommen. Ich habe nochmal diesen Schlauch hier rausgenommen. Ich tippe mal, dass hier irgendwo was verstopft war in der Pumpe. Ich habe den Schlauch hier abgezogen, habe hier mit der Luft in die Richtung erstmal durchgeblasen. Dann habe ich nochmal rückwärts durchgeblasen, der Schlauch war abgezogen, habe das alles hier auch leer gemacht vorher. Und dann habe ich probiert, von hier rein zu blasen, hier durch. Das ging aber nicht. Da ging keine Luft durch. Und dann habe ich hier die Schraube mal rausgemacht, alles sauber gemacht. Ja, Bremsenreiniger hier reingemacht, von hier hinten Bremsenreiniger reingemacht, bisschen gedreht an der Pumpe, die, wenn man die so dreht, dann pumpt die. So. Und ja, aber da kam nichts durch. Und dann habe ich hier nochmal ein bisschen reingestochen mit so einem, hier mit so einem Schweißdraht. Nochmal Bremsenreiniger hier rein in die Nut, dass es hier durchläuft zur Pumpe, hier oben nochmal rein und gedreht und mit Luft und hin und her. Und irgendwann, letzten Endes, habe ich dann hier den Weg freigekriegt und von hier aus auch den Weg freigekriegt. Also die sollte jetzt eigentlich wieder pumpen. Ich glaube, meine Chancen sind auf jeden Fall mal gestiegen, dass das jetzt funktioniert. Ja, und jetzt baue ich die Schraube hier wieder zusammen. Und ja, schraub das wieder hier oben rein, baue das alles wieder zusammen und dann sollte das eigentlich wieder funktionieren. Toi, toi, toi. Wie gesagt, der ganze Weg ist frei, die Pumpe, der traue ich eigentlich noch was zu. Der Antrieb hat auch gehalten, also der scheint hier auch, das hatte ich ja hier umgebogen, das scheint auch so zu funktionieren. So, und hier habe ich mit einem Schweißdraht nochmal diese Öffnung durchgestochen. Das ist die Entlüftung vom Kettenöl, dass der auch nochmal wieder Luft nachziehen kann. Ganz dünnes Loch, war bestimmt auch zu. So, und zu guter Letzt habe ich hier noch einen O-Ring drauf gemacht. Da war keiner drauf. Ja, gut. Die Säge funktioniert wieder. Da könnte gerne eine neue Kette drauf. Die ist nämlich nichts mehr. Ja, aber die Kettenschmierung funktioniert auch wieder. Und die ganze Säge funktioniert wieder geil. Für mal einen Ast abzusägen, ist das absolut okay. Ja, freue ich mich, dass ich wieder so eine schöne alte Oldtimer Sachs-Dolmer 105 im Bestand habe. Ja, wenn ihr euch auch freut, lasst mir ein Like da, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt eine gute Zeit, bis dahin. Tschüssi.